Hey zusammen, Lotus-san hier und willkommen zu einem neuen Video. Sony hat neue Details zur kommenden PlayStation VR 2 veröffentlicht, inklusive dem finalen Design des Headsets. In einem ausführlichen Blogpost teilt das Unternehmen mit, was das Design beeinflusst hat, und außerdem spricht man über einige Features, die das Headset in der Anwendung angenehmer machen sollen. Darüber sprechen wir gleich einmal ausführlich. Außerdem berichtet Bloomberg, dass das 2023er Call of Duty verschoben werden soll. Das wäre das erste Mal seit 17 Jahren, dass es in einem Jahr kein neues COD gibt. Stramme Info. Woher dieses Umdenken bei Activision kommen könnte, besprechen wir auch gleich. Doch zuerst schauen wir uns eine News an, die viele PC-Spieler sicher freuen wird. Wisst ihr, ich bin kein PC-Spieler, das ist glaube ich bekannt, also mag das vielleicht ein bisschen naiv klingen, aber als Konsolenspieler konnte ich nie so richtig verstehen, warum PC-Spieler sich so sehr gegen verschiedene Launcher, Stores, Clients, was auch immer wehren. Denn es ist ja im Grunde nur eine andere App auf der gleichen Hardware. Als Konsolenspieler muss ich mir da gleich ein ganz neues Gerät kaufen. Ich würde es großartig finden, wenn man auf der Xbox über eine andere App auch PlayStation-Spiele kaufen könnte oder Nintendo-Spiele oder auch umgekehrt, wie auch immer. Aber es stößt auf wenig Gegenliebe und deshalb freuen sich jetzt sicher viele zu hören, dass Bethesda angekündigt hat, den hauseigenen Launcher im Laufe des Jahres einzustellen. In einem ausführlichen Blogpost hat man angekündigt, dass der Dienst abgeschaltet wird und dass man mit Steam zusammenarbeitet, um die gekauften Spiele in die Steam-Bibliothek zu übertragen. Auch die Spielstände sollen in den meisten Fällen problemlos mitgenommen werden, nur bei einigen soll etwas mehr Arbeit nötig sein. Die einzige Ausnahme bildet dabei Wolfenstein Youngblood, wo der Spielstand nicht übernommen werden kann. Ansonsten werden auch virtuelle Währungen, DLCs, Skins und so weiter auf Steam übertragen, also auch da geht nichts verloren. Was genau alles betroffen ist, wie und wann das Ganze ablaufen soll, das findet ihr im Blogpost, den verlinke ich euch in die Beschreibung. Interessant finde ich an der Schließung, dass man sich dazu entschlossen hat, hier mit Steam zusammenzuarbeiten. Man hätte das Ganze natürlich auch in den Microsoft Store übertragen können, was wahrscheinlich aber noch weniger Nutzern gefallen hätte. Und ich glaube, das Ganze hat zweierlei Gründe. Zum einen benötigt Microsoft ja nun nicht mehrere verschiedene Launcher. Sobald man Activision übernommen hat, kommt ja auch noch das Battle.net dazu. Dann hat man wie gesagt auch noch den eigenen Store. Es wird halt ein bisschen viel und vor allem unnötig. Was mit dem Battle.net nach der Activision-Übernahme passiert, das wird auch ganz spannend zu beobachten sein. Immerhin ist das um einiges größer und erfolgreicher. Dazu kommt noch, dass Microsoft an einem Next Generation Game Store arbeitet. Das hat man vor kurzem bestätigt in der gleichen Ankündigung, in der man auch geschrieben hat, dass man dem Microsoft Store auf Windows neue Grundsätze verpasst, und da hat man auch bestätigt, dass Call of Duty weiterhin auch in der Zukunft auf der PlayStation erscheint. Brad Smith, Präsident von Microsoft, hatte CNBC auch ein Interview gegeben, in dem er das Ganze nochmal bestätigte und weiter ausführte. Microsoft möchte einen universellen Gaming Store aufbauen, der sich über alle Geräte erstreckt, im Gegensatz zu dem, was es heutzutage so gibt. Man hat einen Store auf dem PC, einen auf dem Smartphone, einen auf der Xbox und so weiter. Microsoft möchte eben einen erstellen, der überall gleich funktioniert und die gleichen Inhalte bietet. Wie man das erreichen will? Wahrscheinlich per Streaming, Cloud Gaming. Anders kann es ja eigentlich gar nicht funktionieren. Ein Spiel, das für die Xbox entwickelt wurde, läuft nun mal nicht auf dem iPhone, zumindest nicht nativ. Deswegen kann das Ganze ja nur per Streaming laufen. Aber genau deswegen, wegen diesem Store, der natürlich am Ende alle Spiele von Microsoft Gaming beinhalten wird und natürlich auch von Third Parties, aber genau deswegen braucht man nun mal keine weiteren Stores, Apps, Launcher, was auch immer. Das ist der eine Grund, weswegen man den Bethesda Launcher wahrscheinlich dicht macht. Ein weiterer Grund könnte auch in der Activision-Übernahme stecken. Microsoft tut alles, um die Genehmigung für diese Übernahme zu bekommen, und das ist nur einer der Gründe, weshalb man sich zu den neuen Grundsätzen im Microsoft Store entschieden hat. Da macht das Unternehmen auch gar kein Geheimnis draus, das wird alles ausführlich in dem Blogpost beschrieben. Link wie immer in der Beschreibung. Mit diesen neuen Grundsätzen präsentiert man sich also als wettbewerbsfreundlich. Man gibt allen die gleichen Chancen, man übervorteilt niemanden und benachteiligt niemanden. Und die Schließung des Bethesda-Launchers zeigt auch das. In einer Welt, in der jeder größere Publisher versucht, seinen eigenen Store aufzubauen, weil man die Einnahmen aus den Spielen natürlich möglichst wenig mit Steam teilen möchte, zeigt Microsoft hier guten Willen, indem man in die entgegengesetzte Richtung geht. Und man übergibt hier sozusagen seine eigenen Kunden, wie viele das auch immer gewesen sein mögen, an die Konkurrenz. Das zeigt guten Willen. Man verschließt sich nicht gegenüber den Konkurrenten, sondern öffnet sich. Auch hat Microsoft gesagt, man möchte nach der Activision-Übernahme nicht nur weiter die PlayStation unterstützen, sondern auch ist man daran interessiert, die Switch mit Spielen zu versorgen. Microsoft limitiert hier also nicht den Zugang zu Spielen, sondern versucht sogar, sie einem noch größeren Publikum zur Verfügung zu stellen. Das könnte als gutes Zeichen gesehen werden und eventuell mit dazu beitragen, dass der Übernahme von Activision zugestimmt wird. Und seien wir ehrlich, Microsoft braucht das alles nicht, vor allem dann nicht, wenn der neue Game Store in Betrieb genommen wird. Und auch die neuen Grundsätze für den Microsoft Store sind einfach umzusetzen, weil das Ding nutzt ohnehin keiner.
Man kann sich hier also als total offen präsentieren, ohne große Nachteile befürchten zu müssen. Gar nicht so doof. Trotzdem bleibt es spannend zu sehen, was nach der Übernahme mit dem Battle.net passiert. Aber wo wir gerade von Activision Blizzard gesprochen haben, kommen wir doch mal zu Call of Duty. Jason Schreier, kennt ihr vielleicht, hat für Bloomberg berichtet, dass das 2023er Call of Duty um ein Jahr verschoben werden soll. Also dieses Jahr kommt noch das neue COD, aber nächstes Jahr soll es ausbleiben. Das wäre das erste Mal in 17 Jahren, dass es in einem Jahr keinen neuen Teil der Shooterei gibt. Jason Schreier gibt an, dass diese Entscheidung komplett unabhängig von Microsoft getroffen wurde. COD Vanguard blieb wohl hinter den Erwartungen zurück und man wolle vermeiden, dass sich die Spiele gegenseitig kannibalisieren. Und ich weiß nicht so recht, ob ich das glauben soll, weil dann würde es ja eigentlich mehr Sinn machen, das 2022er Call of Duty zu verschieben. Was ich glaube ist, diese Entscheidung wurde unabhängig von Microsoft getroffen, ja? Denn solange die Übernahme nicht abgeschlossen ist, darf Microsoft Activision überhaupt nicht ins Geschäft reden oder irgendwie sonst Einfluss nehmen. Also glaube ich nicht, dass Phil Spencer da irgendwie involviert ist. Ich glaube aber schon, dass die Übernahme durch Microsoft ein Faktor war. Call of Duty ist der größte Umsatzbringer bei Activision, es ist jedes Jahr das erfolgreichste Spiel. Selbst im letzten Jahr, als Vanguard hinter den Erwartungen zurückblieb und es der am schlechtesten verkaufte Teil der Reihe seit dem ersten Modern Warfare war, glaube ich. So groß und erfolgreich ist die Reihe. Sie ist der größte Umsatzbringer bei Activision. Nicht umsonst hat man insgesamt, ich glaube, 10 Studios direkt oder indirekt an die Reihe gesetzt, um Sorge zu tragen, dass sie jedes Jahr auf den Markt kommt. Es ist einfach unglaublich, wie viele Ressourcen auf diese Spiele verwendet wurden, wie viel Talent hier einfach verheizt wurde. Und warum? Na klar, sie bringt die meisten Einnahmen. Und wer steht auf Einnahmen, also abgesehen vom Unternehmen selbst? Ganz klar, Investoren. Call of Duty war so groß, dass jede Nachricht zu der Reihe, ob gut oder schlecht, den Aktienkurs von Activision massiv beeinflussen konnte. Nach oben oder auch nach unten. Deswegen hat man all die Studios, wie gesagt, verheizt, um sicherzustellen, dass jedes Jahr ein neuer Teil erscheint. Und wenn Microsoft Activision übernommen hat, dann muss man sich keine Sorgen mehr um Investoren machen. Dann hat Microsoft alle Aktien. Die Übernahme soll 2023 abgeschlossen werden, also muss man sich um das 2023er Call of Duty auch keine Sorgen mehr machen. Ob es kommt oder nicht, wie es sich verkauft, Schnurz. Deswegen, diese Aussage, dass die Spiele sich gegenseitig kannibalisieren könnten, würde ich eher glauben, wenn man das diesjährige COD verschoben hätte, aber nicht das 2023er. Aber ich kann mich irren, genau weiß ich es natürlich nicht. Ich denke aber auf jeden Fall, auch wenn die Entscheidung unabhängig von Microsoft getroffen wurde, war die Übernahme wohl dennoch ein Faktor bei der Entscheidung. Da bin ich ziemlich sicher. Und ich persönlich finde es großartig. Und nicht nur ich, die Reaktionen darauf sind nahezu durchgehend positiv. Gebt den Studios mehr Zeit, setzt andere Studios wieder an ihre eigenen Projekte, anstatt sie zu COD-Support-Studios zu degradieren. Dafür ist wirklich kein Entwickler in die Branche gegangen, um als Fließbandproduzent verheizt zu werden. Also wie gesagt, ich finde es positiv. Was sagt ihr dazu? Mal die Frage an alle Hardcore-COD-Veteranen, die jedes Jahr am Start sind. Seht ihr das auch positiv oder braucht ihr euer jährliches COD? Aber kommen wir damit zum letzten Thema für heute, denn Sony hat neue Details zum kommenden PlayStation VR 2 veröffentlicht, inklusive dem finalen Design des Headsets. Und das ist es. Auch hier kommt das Ganze durch einen Blogpost, Link in der Beschreibung. Sony schreibt hier, das PSVR 2 Headset ist genau wie der PSVR 2 Sense Controller in einem kugelförmigen Design gehalten. Die Kugelform repräsentiert die 360 Grad Ansicht, die Spieler in der virtuellen Realität betreten, auf raffinierte Weise. Inspiriert wurde das Headset von anderen PS5 Produkten. Da steht, da unser Designteam bei der Arbeit an der PS5-Konsole bereits Ideen für das VR-Headset der nächsten Generation entwickelte, werdet ihr einige Ähnlichkeiten im Aussehen feststellen können. Die PS5-Konsole hat flache Kanten, da sie auf einer ebenen Fläche aufgestellt wird. Im Gegensatz dazu ist das Design des PSVR 2 Headsets stärker auf Rundheit ausgerichtet, da der Benutzer direkt damit interagiert. Auch der DualSense Controller und das Pulse 3D Headset haben dementsprechend abgerundete Kanten. Unser Ziel ist es, ein Headset zu schaffen, das nicht nur zu einem attraktiven Teil eurer Wohnzimmereinrichtung wird, sondern euch auch vollkommen in die Spielwelt eintauchen lässt, bis ihr fast vergesst, dass ihr ein Headset oder einen Controller verwendet. Ist das nicht spannend? Aber es gibt auch ein paar richtige Infos. Zum Beispiel gibt es ein Objektivstellrad, das Benutzern eine zusätzliche Option zur Anpassung des Abstands zwischen Objektiv und Augen bietet und so die Ansicht optimiert. Außerdem ist das Design schlanker und das Gewicht wurde etwas reduziert. Außerdem hat Sony das PSVR 2 Headset mit einem neuen Lüftungsdesign ausgestattet, das euch bestimmt gefallen wird. Das Ganze soll verhindern, dass die Linse beschlägt, während die Spieler in VR-Welten eingetaucht sind. Das finde ich ist eine ganz nette Sache.
Das heißt jetzt nicht, dass da drin ein kleiner Lüfter rotiert. Die Vermutung hatten auch schon einige geäußert, aber das wird wahrscheinlich nur offen sein, damit die Luft zirkulieren kann und das da drin nicht beschlägt. Und das war es im Grunde eigentlich auch schon. Ihr seht schon, so viel interessantes Zeug steht da nicht. Also es ist im Grunde schon ganz interessant, aber an sich sind wir ja eher an, in Anführungsstrichen, richtigen Infos interessiert. Also zum Beispiel der Preis, ein Launchtermin, Spiele-Lineup, sowas. Das ist doch für uns interessanter. Dass man mir sagt, das Headset wird komfortabel, ich meine, Kopfschirm. Dass ich mir keinen Ziegelstein auf den Kopf setze, war mir klar. Dafür einen eigenen Blogpost rauszuhauen und uns zu erzählen, der Grund für die optische Gestaltung war der, dass man ein einheitliches Design wollte, wirklich. Das klingt für mich also so, als ob man hier etwas veröffentlichen wollte, obwohl man streng genommen eigentlich gar nichts zu veröffentlichen hat. Versteht mich nicht falsch, ich will das hier gar nicht schlecht machen, es ist schon ganz interessant, aber das ist etwas, was man bei der endgültigen Vorstellung oder auf der endgültigen Produktseite unter Design und Komfort erklären kann. Dafür braucht man eigentlich keinen eigenen Blogpost. Also warum macht man das? Ich denke, man veröffentlicht solche Infos normalerweise, weil man Hype aufbauen will. Oder um der Konkurrenz zuvorzukommen, aber ich glaube nicht, dass von Microsoft in der nächsten Zeit irgendwas in Richtung VR kommt, also bleibt der Hype. Und wenn wir uns den zeitlichen Ablauf mal anschauen, Anfang Januar hat man die Spezifikation veröffentlicht, auch schon interessant, aber ebenfalls nicht das, was wir wollen. Dann jetzt Ende Februar kommt man mit dem Design und dem Komfort. Ich denke also, der nächste Blogpost kommt dann irgendwann Anfang Mitte April. Dann vielleicht mit den ersten Studios, die an Spielen arbeiten und eventuell auch ein paar Titel von Spielen, die zum Launch erscheinen. Vielleicht wird man noch die Katze aus dem Sack lassen, ob das Gerät zur ersten PSVR abwärtskompatibel ist. Ich denke, Sony wird das schon versuchen. Macht ja auch Sinn, dann hat man gleich schon einiges an Content fertig und muss nicht wieder bei Null anfangen. Ob das aber so einfach möglich ist, das ist eine andere Frage. Gerade die Steuerungsmethoden unterscheiden sich ja doch und basieren auf unterschiedlicher Technik. Also ob das so einfach zu übernehmen ist, bleibt abzuwarten. Aber ich denke, Sony wird auf jeden Fall alles versuchen, um das zu schaffen. Das wäre dann auf jeden Fall der April und wenn wir diesen Zeitplan weiterspinnen, dann landen wir bei Ende Mai oder Anfang Juni. Also um den Zeitpunkt herum, wo normalerweise die E3 stattfindet. Das wäre doch dann der perfekte Zeitpunkt für eine State of Play, in der es nur um die PSVR 2 geht. Da kommen dann die richtigen Infos, also die richtig interessanten. Spiele, dann auch mit Präsentation, Preis und Termine für Launch und Vorbestellung. Man baut hier also langsam tröpfchenweise einen Hype auf. Dann kommt der große Blowout und das fertige Produkt steht pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in den Regalen. Das glaube ich. Es gibt schon Gerüchte, dass das Gerät noch in diesem Jahr auf den Markt kommt und diese kleinen Infohappen sind aus meiner Sicht ein Zeichen dafür, dass die Chancen dafür gut stehen. Und deshalb finde ich diese Blogposts, obwohl sie für sich selbst genommen doch eher unspektakulär aussehen, doch schon sehr interessant. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die PSVR 2, ich freue mich drauf und werde wohl auch versuchen, mir ein Exemplar gleich zum Launch zu bestellen. Aber wie sieht das mit euch aus? Freut ihr euch drauf oder wartet ihr erstmal ab? Oder könnt ihr mit VR so überhaupt nichts anfangen? Schreibt mir das und auch eure Meinung zu den anderen Themen wie immer in die Kommentare oder haut mich auch gern gleich auf Twitter an, wo ich auch regelmäßig meinen Senf zu allen möglichen Themen rund ums Gaming dazu gebe. Wie gehabt, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt mir das mit einem Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wenn ihr glaubt, dass ihr jemanden kennt, der genau dieses Video unbedingt sehen muss, dann teilt es mit ihm. Ich für meinen Teil verabschiede mich und bedanke mich nochmal für die Aufmerksamkeit. Ich bin immer noch Lotus Sun und wir sehen uns im nächsten Video.